Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Runde World of Warcraft Retail mit unserem Paladin, den Army. Ich war in Stormwind, habe ein bisschen was ins AH gesetzt, ein bisschen Post ohne Ende. Dann habe ich Kochen weiter geskillt gehabt. Auf, ich weiß gar nicht. Mal kurz gucken. Kochen, 250? Ja, nicht ganz, 243. Und ich sehe gerade... Unser Kirschner-Tagebuch fehlt hier unten noch. Und habe die Chromitein aktiviert. Sodass wir jetzt bis Level 60 hier locker spielen können. Damit das nicht so leicht wird. Gut, wir nehmen die Quest an. Nein, gar nicht wahr. Ich mache das mal anders. Pass mal auf. Wo ist denn meine Spielzeugtasche? Was ist das denn? Sammellisten? Okay. Ich wollte gerne mein... wo ist es denn? Wo ist sie denn, die Pfeife? Da. Die Stanzpfeife wollte ich gerne haben. Da können wir nämlich die gute Kati rufen. Und das ist unser Briefkasten. So, erfolgreich. Abgelaufen. Wieso ist alles abgelaufen? Nimmt man das raus, was uns die Kohle bringt. So. So, den Rest werde ich mal wieder bei Gelegenheit reinpacken. Bis zum nächsten Mal. Naja, immerhin 200 Gold. So, meine liebe Priesterin Talia. Die Naru haben uns nicht vergessen. Gedankensicht. Um Mandukir zu erkennen, müsst ihr Mandukir sehen. Um Mandukir zu sehen, müsst ihr Augen von Raptor nutzen. Ihr habt euch angefreundet mit Raptor? Okan Akka, Tochter von Ogan? Um Freundschaft zu stärken, brauchen wir Federn. Geht nach Nordosten und ihr werdet Federn finden. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering sein. Ein bisschen leiser machen. Sehr kryptisch, die Frau. Wulfred Harris. Was kann ich für euch tun? Oh Gott, was hat er denn alles? Die Aufgabe der Forscherliga besteht in der Aufdeckung der verborgenen Geheimnisse dieser Welt. Der Kataklysmus war für die meisten verheerend, aber für uns eröffnete er den Zugang zu unermesslichen Informationsquellen und Reichtümern. Die Schatzkiste der Mosh-Ok. Genug der Mosh-Ok. Es gibt Neuigkeiten aus dem Rebellenlager im Norden. Ich habe gerade von einem Soldaten namens Nimitz erfahren, dass ein Paladin dort oben einen Schlüssel hat, was die anderen in Wahnsinn getrieben hat. Haben wir das? Das war nicht zufällig ihr, oder? Wie dem auch sei, er hat mir eine Probe dieser Steine geschickt und sie sehen genauso aus wie die, die ich auf dem Ogerhügel der Mosh-Ok im Nordosten entdeckt habe. So wie ich gehört habe, bewachen die Oger eine Truhe in irgendwelchen Ruinen hinter ihrem Hügel. Ich vermute einen Zusammenhang. Würdet ihr sie für mich holen? Es würde euch nicht gefallen, mich wütend zu sehen. Auf zum Kap. Lang lebe Graumähne. Musst du mal dazwischen quatschen, Mensch du. Die Forscherliga entwickelt sich ständig weiter, Army. Sie haben nicht nur Worgen wie mich aufgenommen, sondern sie haben auch ihre Suche nach Artefakten ausgeweitet. Eine unserer besten... Brownin Hackschlag hat im Süden, oder Bronwyn, hat im Süden ein Lager aufgeschlagen. Er glaubt, dass dort ein Gegenstand verborgen liegt, der von den Titanen stammt. Bronwyn hat mich darum gebeten, einige Aufgaben hier im Norden zu übernehmen. Eine dieser Aufgaben ist es, mögliche Rekruten zu finden. Ihr scheint aus dem richtigen Holz geschnitzt zu sein. Sprecht mit Robert Rhodes, dem Flugmeister. Er wird dafür sorgen, dass ihr dorthin gelangt. Auf Brownies Kosten natürlich, Bronwys. Schönen Tag noch. Oh mein Gott. Möge das Licht des neuen Monds euch Numerikan erforschen. Oh Gott. Das ist die schrecklichste Instanz, glaube ich, in WoW. Die Hauptstadt der Gnome, Numerikan, ist seit einiger Zeit nicht mehr unter ihrer Kontrolle. Ich weiß, wie es ist, ein Zuhause zu verlieren. Bitte begebt euch nach Numerikan und sprecht mit Kommandosoldat Murdoch. Einem Mitglied von Sicher. Ja, Murdoch, Sicher, okay, A-Team. Wenn ihr ihnen irgendwie helfen könnt, ihre Heimat zurückzuerobern, dann fordere ich euch auf, es zu tun. Jene Heilen bergen dunkle Geheimnisse. So, und Livingston Marshall. Ist dein Lager hier, ne? Braucht ihr Hilfe? Willkommen in meinem Gasthaus, überreisender Gasthaus, geil. Was kann ich für euch tun? Das Gedankenauge. Das Licht segne euch. Einer der zahlreichen Schätze dieses Tals befindet sich ganz in der Nähe, auf unserer Seite des riesigen Wirbelstroms. Der ist hier hinter.
Ein Ogermagier auf dem Ogerhügel, der Mosh-Ogg dort östlich von hier besitzt ist. Sein Name ist Mai-Zott. Ich habe gehört, er sei boshaft und seine Magie stark. Wenn er das Gedankenauge besitzen sollte, wird seine Magie noch stärker sein. Bisher ist es mir nicht gelungen, nahe genug an ihn heranzukommen, um es ihn abzunehmen. Würdet ihr es versuchen? Für die Allianz. Aber gerne. So, jetzt haben wir aber auch ein bisschen was zu tun. Sehr schön. Wir gucken erstmal nach den alten Schlingendorn-Tigern. Diese haben wir schon bei den ersten. Das haben wir natürlich den Vorteil, dass die wieder normal Erfahrung bringen, die Mobs, weil wir halt in der Chromi-Time drin sind, ne? Bis Level 60. Wer hat sich da gerade unsichtbar gemacht? Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Wieso bin ich los? Da ist ein dickes Kroko. Da hinten ist noch einer gewesen. Ich glaube, der letzte Dicke war hier oben, wenn ich mich nicht täusche. Da müssen wir gleich die Federn sammeln von den Pörschern. Ja, genau, Bangalash, das ist der letzte. Ne, Bangalash heißt der Gute. Nicht Bangalash. So, hier ist schon wieder irgendwas Hordiges. Ist da noch ein normaler Tiger? Ja, da ist noch ein normaler Tiger. So, die Tiger hat es beendet. Sehr schön. So. Ihr habt die mächtigsten Tiger im Schlingendorntal besiegt. Aus euch ist ein meisterhafter Tiger geworden und ihr könntet eure Jagd hier und jetzt in Ehren beenden. Irgendwie habt ihr jedoch das Gefühl, dass eine noch mächtigere Katze in diesem Dschungel auf euch wartet. Beherrschen der Tigerjagd. Legenden sprechen von einem sehr schwer aufzuspürenden Tigerin. Einer Raubkatze, deren Macht selbst die der ausgewachsenen Männchen in den Schatten stellt. Ich fürchte, sie da oben ist es. Oder ich bring's gerade durcheinander. Der Jäger von Nasingwarys Expedition haben ihr ohne Erfolg nachgestellt und viele von ihnen sind ihren reißenden Krallen zum Opfer gefallen. Die Leichen dieser Unglücklichen verwesen nun am Fuße ihres Hügels nördlich von Gromgol. Der Name dieser Bestie lautet Sindal. Ihr entschließt euch, das zu tun, was noch kein Mensch zu Wege gebracht hat. Sindal zu jagen, zu töten und ihre Tatze als Trophäe zu erbeuten. Dann ist der Gute der König von allen her, glaube ich. Weil es ist ja nördlich von Gromgol, das ist ja da oben. Gut, dann holen wir uns mal eben die Dschungelpirscher. Dschungelpirscher Feder und Dschungelpirscher getötet. Das ist sehr schön, dann können wir nicht beides in Kombination machen. Das sind ja diese... Mal eben gucken... Hier eine Schatztruhe ist. Nein, ist nicht. Hey. Ich tue dir ja auch nichts. Warum greifst du mich denn einfach an? Lass mich raten, weil du so ein komischer Troll bist. So. Herr Dschungelpirscher, komm mal her. Das ist zu weit entfernt. Nein, ist es nicht. Ich brauche ein Ziel. Ich bin außer Reichweite. Ich wollte gar nicht das Pferd rausholen.
Ich habe kein Ziel. Dann können wir Blümchen hier einsammeln, wenn ich da rankomme, ja. Jetzt wechseln wir mal kurz die Straßenseite und dann... Sammeln wir eigentlich auch... Ja, wir sammeln Federn, okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob wir auch wirklich Federn einsammeln. Ist zu weit entfernt. Die brauchen wir noch. Aber wir brauchen nur noch vier. Dann. So, siehst du, Federn fertig, sehr schön. Dann brauchen wir nur noch zwei von den Pörschern und dann haben wir das erledigt. Komm her, den schmeiß ich erstmal einen Hammer vor den Schädel. Da steht ein Affe, hab ich gerade eben gar nicht gesehen. Ich bin außer Reichweite. So, Raptor hat's fertig. Halte ich mal ganz kurz. Ich wollte sagen, greifst du mich jetzt an? Raptoren hat's. Ihr seid jetzt kein einfacher Raptorenjäger mehr. Ihr seid jetzt ein waschechter Raptor und schlechter. Doch euch ist doch ein sagenumwobener Raptor hat sich bis jetzt euch entzogen. Das Beherrschen der Raptorenjagd. Bevor ihr zu Nesingberrys Expedition zurückkehrt, müsst ihr das Unmögliche wagen. Macht Jagd auf den Raptor, der noch keinen anderen Jäger fangen konnte. Dieses Tier ist unter dem Namen Thetis bekannt und versetzt die südöstlichen Gegenden des nördlichen Schlingendontals in Angst und Schrecken. Die Kralle von Thetis bei diesem Zwergenjäger abzuliefern, sollte Beweis genug sein, dass ihr kein gewöhnlicher Mensch seid. Natürlich sind wir kein gewöhnlicher Mensch. Wir sind ein Held von Azeroth. Genau, Thetis war hier oben. Da können wir noch Mog-Osh machen. Ne, Mosh-Ok. Nicht Mog-Osh. Mosh-Ok. Was ist denn das scheiß Raptor da im Weg, du? So, wenn ich mich recht entsinne, müsste das sogar ein weißer Raptor sein. So, der wird jetzt hier irgendwo... Deswegen können wir eben auf den Punkt auf dem Minimap achten. Weil wenn da immer so ein schöner Punkt auftaucht, dann weiß man ganz genau, ah, da ist er. Da sind schon die Oger. Da kommen wir gleich hin. Na, wo bist du denn? Zu euch komme ich mit Sicherheit auch noch. Gibt's doch nicht. Wo ist der Raptor? Wo ist er denn hin?
Okay, gut. Vielleicht wurde er auch gerade getötet. Egal, wir machen mal eben, können wir gleich auf dem Rückweg machen. Schatzkiste, Gedankenauge. Ich glaube, die Schatzkiste, die steht direkt vor der Tür, glaube ich, ne? Da war ich vor der Tür. Lieber schnell mal heim, bevor es zu unerwarteten Komplikationen kommt. Ich habe kein Ziel. Zack, zack, er hat kein Ziel, sagt er. So. Mit Eingang meinte ich eben, ich dachte, das steht direkt vor der Höhle. Aber dem war nicht so. Ah, stimmt, im Dämmerwald stand die Kiste direkt vor der Höhle, so war es. Jetzt müssen wir echt reinkämpfen. Okay. Huch. Was war die falsche Taste gedrückt? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ihr mit euren Kettenblitzen. Ja, genau, noch ein Feuerball von hinten. Egal. Vor allem aus der Entfernung. Geh weg, du komisches Totem, ey. Das Ei behalten wir mal. Das Fleisch behalten wir auch mal, bevor jetzt irgendwie mittlerweile kommt hier rüber. Das ist alles Müll und Müll. Und ihr seid Stoff am Schienen. Okay, gut. So, und du, genau, Maizot, du hast das Gedankenauge. Sei erstmal betäubt, ich habe ein Problem damit. Ich brauche ein Ziel. So, das Gedankenauge, was seht ihr denn? Da steht leider nichts. Haben wir was bei dem Schatzkiste? Bei dem Schatzkiste, ja. Fest versiegelt. Ihr findet keine Möglichkeit, sie zu öffnen. So, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Sofern wir Glück und der Raptor ist jetzt gerade noch da. Schön wär's. Pep. Vielleicht kriegen wir gleich sogar noch ein Level-Up. Sehr schön. Darf ich hier in Ruhe? Vielleicht darf ich es nicht in Ruhe. Yeah, 150er Kräuterkunde. So, Tethys oder Tethys. Alle von Sindal. Ist da oben, okay. Ah, hier, da ist er jetzt. Ja, siehst du. Okay, er war blau. Er war nicht weiß, er war blau.
Beispiel Leben, ne? So. Dann holen wir jetzt auch noch die Kralle von Sindal mal eben. Weil dann machen wir jetzt eben Folgendes. Ich hole mal eben die Kralle von Sindal. Mal eben ganz kurz gucken. Die ist da vorne. Wie weit ist es noch? War nicht sehr weit. Gut. Und wenn ich die geholt habe... Gehe ich mal nach Nesingwerys Expedition, gib mal die Quest ab und dann gucken wir mal eben, wie wir von der Zeit stehen. Weil ich denke, dann können wir die Folge auch schon wieder beenden. Jo. Ihr könnt mir erzählen, wir haben heute, was haben wir denn heute? Heute ist Samstag. Samstag, der dritte, ne? Ja, Samstag, der dritte. Gestern Nacht ist Diablo 4 erschienen. Könnt mir ja, wenn ihr Bock habt, in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr das auch zockt. Also ich bin mittendrin im Fieber. Von Diablo. Deswegen mal gucken, wie man überhaupt noch Zeit findet zum Aufnehmen. So, du stehst aber oben auf dem Hügel. Jawohl, sehr schön. Na komm her. Ja. So, hat sich ausgesindelt. König der Tigers. So, jetzt gehen wir mal eben kurz die ganzen Quests ab. Ich glaube, dann kriegen wir die Quest um hier unten diesen Bangalesh, König Bangalesh zu töten. So, und das war Nesingwerys Expedition für dieses Add-on, also für Retail. Der gute, den gibt's nochmal den gibt's überall. Den gibt's in der Scherbenwelt, rennt er durch die Gegend. Hier in Nagran, ich glaube, steht er hier oben, wenn ich mich nicht täusche. Dann gibt es den guten in Nordend, im Chalusar-Becken. Da steht er hier, genau, Nesingwerys Basislager. Das war das dritte Add-on. Dann war Kataklysm, war ja wieder hier unten. Im fünften Add-on Pandaria gibt es auch. Und zwar ein Teil der vier Winde. Ich muss, ja genau, Nesingwerry Safari. Ich sage ja, der Mann ist überall. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr jetzt, ob es der Junior war, ist. Sondern es war immer der alte Nesingwerry. So. Frau Ayek, was haben wir denn Schönes? Was kann ich für euch tun? Beherrschende Tigerjagd. Na, wie läuft die Jagd? Mögen eure Reisen äußerst sein. Beeindruckend. Das muss ich schon sagen. Ihr seid wahrlich ein Meisterjäger, Army. Schönen Tag auch. Ja, mit Level Up. Ließ sich voll Porn noch fertig machen, aber egal. So, dann geben wir hier ab. Moment. Wir geben gar nichts ab. Vergeltung, nein. Das ist gar nicht schlecht, aber weiß ich nicht. Ich guck mir das gleich in Ruhe an. So, Ergalin. Das Licht sei mir. Ihr seid noch am Leben? Yeah. Ausgezeichnet. Wie verläuft die Jagd? Ziehe den Ehren. Der große Baktera ist also tot. Mein Beifall, Army. Ihr seid wahrlich ein großer Paladin. Seid vorsichtig. Ich möchte gerne wissen, was das hier für ein Monster von Truthahn war, ey. Ich bin ganz Ohr. Wie läuft die Jagd auf Thetis? Ihr habt sie wohl den ganzen Weg bis hierhin ins Lager verfolgt, wie? Seid auf der Hut. Meister, Army, der Raptorentöter. Klingt gar nicht schlecht, wie? Einhändig. Na, wir nehmen mal, ob der Ring jetzt so viel besser ist, sei jetzt mal dahingestellt. Army, ihr seid ein Jäger, der unserer Gesellschaft würdig ist. Nee, wahrlich würdig ist. Danke, dass ihr so nett seid.
Von den Schlachtfeldern von Lordaeron bis in den tiefsten Dschungel hinein habe ich selten jemanden gesehen, der so geschickt mit den Waffen umgehen kann, umgegangen ist wie ihr. Ihr habt die furchterregende Sindal, den schwer fassbaren Baktera und die türkische Tethys erlegt. Doch die wahre Trophäe ist der Kopf von König Bangalesch. Der weiße Tiger ist der Grund, warum ich hier bin, und doch verspottet er mich von seinem Schlafplatz im Süden aus. Wenn ihr König Bangalesch tötet, dann steht ein für alle Mal fest, dass euer jägerisches Können von niemandem übertroffen wird. Und dann kriegst du, na gut, blaue Handschuhe. Man sieht sich. Gut, mein Lieben, aber das nehmen wir in der nächsten Folge in Angriff. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß beim Zugucken. Lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Ich würde mich über beides riesig freuen. Dicken Daumen nach oben solltet ihr schon getan haben. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht das Beste draus. Bis zum nächsten Mal.